Zur Frage nach der richtigen Berechnung der Mietzinshöhe stellt sich bei Wohnungen bzw. auch anderen Immobilien immer zuerst die allererste entscheidende Frage: Fällt das Mietobjekt unter das Mietrechtsgesetz oder nicht? Wenn es nicht unter das Mietrechtsgesetz fällt, steht grundsätzlich einer freien Vereinbarung nichts im Wege. In Österreich gibt es rund 330.000 Wohnungen, die unter das Mietrechtsgesetz fallen. Grundsätzlich sind das Wohnungen, die vor Mai 1945 gebaut wurden oder wenn danach, die mit einer Wohnbauförderung gebaut wurden. Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, dass zum Beispiel Einfamilienhäuser bzw. Häuser mit nicht mehr als zwei Wohnungen grundsätzlich nicht unter das Mietrechtsgesetz fallen. Natürlich steht es den Vertragsparteien immer frei, das Mietrechtsgesetz vollinhaltlich anzuwenden. Das ist aber eine Sondervereinbarung, die Sie treffen können. Was würde es bedeuten, wenn es das Mietrechtsgesetz jetzt anwendbar ist? Dann werden die Wohnungen nach den sogenannten Kategoriewohnungen unterteilt, Kategorie A bis Kategorie D. Das ist eine relativ alte Kategorisierung. Kategorie A bedeutet über 30 Quadratmeter mit guter Ausstattung. Kategorie D bedeutet Wohnung mit Toilette oder Badgelegenheit jenseits des Ganges. Zusätzlich zur Kategorisierung der Wohnungen gibt es seit 1994 das sogenannte Richtwertesystem. Das bedeutet, je nach Bundesland unterschiedlich, bestimmte Werte pro Quadratmeter als Mietzins. In Burgenland sind das 4,92 Euro, in Wien 5,39 Euro, in Niederösterreich 5,53 Euro pro Quadratmeter pro Monat. Diese Richtwerte variieren dann bei der Bemessung des Mietzinses nach Zuschlägen. Je besser eine Wohnung ausgestattet ist, die Lage der Wohnung etc., umso mehr kann an Zuschlägen geschaffen werden. Genauso geht es in die andere Richtung, Abschläge, wenn eine besonders schlechte Lage zum Beispiel gegeben ist. Hier sind die Diskussionen weitgehend, denn da gibt es keine gesetzlichen Regelungen und der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Da wird viel diskutiert, warum eine Wohnung, die in der Nähe zum Beispiel hier in Wien einer U-Bahn liegt, teurer sein soll, denn der Vermieter hat ja eigentlich nichts zur U-Bahn beigetragen. Bestenfalls natürlich durch die Steuern. Das ist ein Spiel des Marktes, das aber jederzeit überprüfbar ist. Es gibt dazu einerseits die Möglichkeit, diese Mietzinsberechnungen bei einem Rechtsanwalt oder sonstigen fachkundigen Immobilienexperten überprüfen zu lassen. Andererseits steht die Schlichtungsstelle offen, die solche Mietzinsvereinbarungen bei Wohnungen, die unter das Mietrechtsgesetz fallen, jederzeit kontrolliert. Wesentlich ist hier zu wissen, dass man bei unbefristeten Mietverhältnissen eine Überprüfung nur innerhalb der ersten 3 Jahre vornehmen kann, bei befristeten Mietverhältnissen eine Prüfung nach Vertragsabschluss noch innerhalb von 6 Monaten vornehmen kann.